Hi, was geht? Ich bin's Christos und ich habe heute mal etwas anderes für euch mit dabei. Und zwar zeige ich euch heute meinen Rehaul. Wenn ihr euch jetzt fragt, hey, was ist denn ein Rehaul? Ein Rehaul ist das Gegenteil von einem Haul. Bei einem Haul zeigt man ja üblicherweise die Sachen, die man sich frisch gekauft hat, die neu sind und die man ganz stolz in die Kamera zeigt. Ich zeige euch heute ganz stolz in einem Rehaul meine Klamotten, die ich nicht mehr in Benutzung habe, die ich nicht mehr tragen werde, weil sie kaputt sind, weil sie zu alt sind oder weil sie mir zu klein sind, und ich werde die ganzen Sachen heute spenden. Denn im Zuge der H&M Recycle Week, die am 18.04. gestartet ist und bis zum 24.04. noch läuft, möchte ich einfach meinen Klamotten ein neues Leben verleihen und etwas Gutes tun. Denn die Klamotten werden bei H&M recycelt, wenn sie zu schlecht sind, wenn die Qualität nicht gut genug ist, oder sie wird einfach als Second-Hand-Ware weiter gespendet bzw. verkauft. Die Erlöse, was H&M damit macht, die werden gespendet für gute Zwecke oder weiterverwertet für die Forschung, um einfach den Kreislauf von einem Kleidungsstück noch effizienter und besser zu machen. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal direkt an, denn ich habe einige Klamotten und zu manchen werde ich euch noch eine kleine Geschichte erzählen, weil ich weiß nicht, aber für mich sind Erinnerungen immer mit Kleidungsstücken verbunden irgendwie, und ich habe zu jedem Kleidungsstück meistens eine Erinnerung, und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Video. Ich fange jetzt direkt an mit dem ersten T-Shirt. Ich muss dazu sagen, mein Leben ist eigentlich von H&M geprägt und ist ein H&M-Life von den Klamotten her, denn heute auch zum Beispiel mein T-Shirt, meine Hose, alles was ich anhabe, ist von H&M, auch die Boxershort. Ich habe alle meine Klamotten, seitdem ich denken kann, immer bei H&M gekauft und wurden mir auch gekauft, wo ich noch klein war, 9, 8, was weiß ich. Auf jeden Fall, ich habe sehr viel von H&M und das werdet ihr jetzt gleich merken. Das erste T-Shirt ist übrigens auch von H&M, das sieht so aus. Das ist leider, würde ich sagen, nicht mehr tragbar, das hat hier hinten so ein großes Loch. Die Geschichte dazu ist, das T-Shirt stammt aus Athen. Ja, richtig, aus Griechenland, vom H&M in Athen. Und das habe ich 2010 gekauft, das T-Shirt, als ich in Griechenland war. Und ich bin dann heimgekommen, hatte das an nach dem Flug, war dann draußen im Garten und da haben wir gerade unseren Hund neu bekommen. Also der war ein paar Monate alt und der hat mich gesehen das erste Mal und der hat mit mir so gespielt und gehüpft und gehüpft. Und dann ist er hochgesprungen und ist mit seinem Zahn hier hinten stecken geblieben und hat das T-Shirt aufgerissen. Und ich hatte das T-Shirt da gerade mal 5 Tage oder so und dann war es schon kaputt und ich konnte es nicht mehr anziehen. Und seitdem lag das in meinem Schrank drin. Und deswegen gebe ich dem heute ein neues Leben und tue das hier in meine riesen H&M-Tüte rein. Und das werde ich nachher spenden. Machen wir weiter mit dem nächsten Kleidungsstück, und zwar mit einer kurzen Hose. Bei mir sieht das jetzt so aus ungefähr. Also schaut mal, ich passe hier in die Hose von meinem Oberkörper, passe ich hier so zweimal rein. Und dazu gibt es auch eine Geschichte und die kann ich selber gar nicht glauben, weil ich mich da nicht so richtig dran erinnern kann. Aber meine Mutter hat gesagt, ich habe früher in die Hose reingepasst. Ihr müsst mal überlegen, ich bin jetzt 20 und ich habe früher in diese Hose reingepasst. Die ist einfach mal so riesig. Schaut euch mal das an, das ist krass. Und ja, die Hose ist auch von H&M und die ist noch super in Schuss. Ich hatte die gar nicht so oft an, die sieht echt aus wie neu. Und deswegen denke ich, dass man damit auf jeden Fall was Gutes tun kann. Und die wird wahrscheinlich weiterverwertet als Kleidungsstück in ärmeren Regionen dieser Welt. Das nächste Kleidungsstück ist auch von H&M, und zwar ist es ein Pullover. An den kann ich mich noch erinnern, den hatte ich sogar mal früher in Videos an, von 2012, da müsst ihr mal vorbeischauen, bei meinen alten Videos, da findet ihr den Pullover wahrscheinlich, den hatte ich echt oft an und mittlerweile passt er mir auch nicht mehr. Ich habe genug Klamotten, ey Leute, glaubt mir, ich habe hier 3 Kommoden stehen mit Klamotten voll, dann habe ich noch in unserer Abstellkammer so einen riesen Schrank voll mit Klamotten, also ich bin echt... Ich habe heute gemerkt, wo ich ausgemistet habe, da kann ich noch jede Menge ausmisten. Und das ist hier nur wirklich ein kleiner Bruchteil, den ich hier heute ausmisten werde. Ja, zudem habe ich keine Geschichte, aber das hier wird auch gespendet. Übrigens, wichtig noch zu wissen ist, es muss keine H&M-Kleidung sein, die ihr spenden wollt und könnt. Wenn ihr was spenden wollt, ihr könnt alles spenden, ihr müsst es einfach nur in eine Tüte reinpacken. Es muss auch keine H&M-Tüte sein. Dann gebt ihr das Ganze bei eurem H&M in der Nähe ab und ihr bekommt sogar pro Tüte einen 15% Rabattgutschein, den ihr dann auf ein Kleidungsstück eurer Wahl einlösen könnt, und das finde ich eine super Sache. Das nächste ist mal nicht von H&M ausnahmsweise, und zwar ist es dieses gelbe T-Shirt. Das sieht so aus und dazu habe ich auch eine kleine Geschichte. Und zwar hatte ich eine Zeit lang eine Phase, da war ich 13, 14 vielleicht, da habe ich nur wirklich solche richtig krassen, auffälligen Shirts getragen, und das hier habe ich beim Modepark Röder gekauft und die waren halt damals mega teuer, also ich glaube 25 Euro oder so für so ein T-Shirt. Ich weiß gar nicht, wie ich mir das leisten konnte. Ich glaube, das haben alles meine Eltern finanziert. Ich kann das nicht mehr tragen, das ist mir auch viel zu klein. Ich habe es vorhin mal anprobiert, das sieht richtig schlimm aus und deswegen kann das auch weg. Machen wir weiter mit einem Cardigan, und zudem habe ich auch eine kleine Geschichte, jetzt nicht direkt zu diesem Cardigan, der ist übrigens auch von H&M, sondern zu Cardigans allgemein. Ich hatte zu jedem Outfit ein Cardigan. Ich habe, glaube ich, immer noch
4, 5 Stück in verschiedenen Farben hier rumliegen, aber ich ziehe die eigentlich kaum noch an. Maximal im Sommer mal, wenn es draußen kalt ist und ich noch draußen ein bisschen chillen möchte. Der ist auch noch super in Schuss, also ich könnte die Sachen auch genauso gut verkaufen, um ehrlich zu sein, weil die meisten Sachen sind fast nie getragen, haben auch einfach noch ganz gute Zeiten vor sich, würde ich sagen. Und dann habe ich auch ein Poloshirt und ich hatte auch eine Zeit lang, was hatte ich eigentlich nicht für Zeiten, in der ich nur Poloshirts getragen habe, weil ich so der Schnöselboy sein wollte irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dieses Poloshirt, wer jetzt gedacht, ist auch von H&M, ist auch noch super gut in Schuss, ist mir leider auch viel zu eng, meine Arme sind ein bisschen gewachsen und ich allgemein bin gewachsen, deswegen passt mir das Ganze auch nicht mehr und deswegen, das ist super noch in Schuss, also ich denke, da werden sich Leute echt drüber freuen, wenn die sowas tragen können und dürfen, deswegen, das spende ich auch. Und vor allem die Sachen sind halt, wo ich heute euch hier vorstelle, noch alle super in Schuss, also die haben maximal ein kleines Loch oder wie das weiße da hinten ein Loch, aber die meisten Klamotten sind super aus. Die sehen echt aus, als ob die frisch aus dem Laden kommen. Wie dieses T-Shirt hier zum Beispiel. Ist auch ein graues V-Neck-T-Shirt, auch von H&M. Auf jeden Fall, das sieht auch noch super gut aus. Ich habe dazu auch keine großartige Geschichte, außer dass ich von dem T-Shirt noch ungefähr 5 Stück rumliegen habe, weil ich damals von jedem T-Shirt, von jeder Farbe mehrere Exemplare hatte, um einfach immer was parat zu haben. Und halt, ja, V-Necks trage ich auch nicht mehr so oft. Deswegen, das kann leider auch weg. Dann habe ich noch eine Hose, die ich gerne weiterverwerten möchte. Und zwar ist es diese Jeans hier. Die sieht so aus. Die ist leider schon ein bisschen mitgenommen. Die hatte ich ziemlich, ziemlich oft an. Die ist hier kaputt an dem Teil. Dann hat sie hier halt ziemliche Abnutzungen. Man sieht es einfach. Die ist hier auch ein bisschen kaputt an der Tasche. Hat an, hier unten auch ein Loch drin. Also die hatte ich echt ziemlich oft an. Das war meine erste Hose, die so wirklich skinny war. Und ich ziehe eigentlich nur noch Skinny-Hosen an. Damit kann ich echt, habe ich echt viele Erinnerungen, Realschule und so. Als ich das erste Mal in Berlin war mit meiner Klasse, hatte ich die hier an. Das weiß ich noch ganz genau. Das war cool. Und die wird wahrscheinlich dann in Putzlappen-Modus vor. Aber wenigstens hat sie ein neues Leben. Ich denke, sie hat es auch verdient. Jetzt habe ich die Hose küsse, Mann. Das ist ausnahmsweise nicht von H&M. Ich weiß gar nicht, von wo das ist. Das sieht aus wie Taco oder so. Zu meiner Ausbildungszeit musste ich immer blaue Hemden tragen. Und da die Hemden, die ich in der Arbeit bekommen habe, mir nicht gereicht haben, habe ich mir extra noch Hemden gekauft. Und das ist so eins hier. Ich hatte das ungelogen. Das hatte ich aber in der Arbeit, glaube ich, nur 2-mal an oder so. Das ist komplett neu. Das hat einfach nichts. Das lag jetzt locker 4 Jahre in meinem Schrank rum. Und das wird auch gespendet. Dann habe ich auch schon hier das letzte Kleidungsstück, das ich spenden werde. Und zwar ist es auch eine Jeans, auch von H&M. Die sieht, ungelogen Freunde, ihr müsstet die Klamotten in echt sehen. Das sieht perfekt aus, neu, als ob es gerade gekauft wurde. Das hat hier nicht mehr irgendwelche Verwaschungen oder so an dem Zettel. Das sieht alles perfekt aus. In die passe ich leider auch nicht mehr rein. Die habe ich auch mit 12, 13, 14 oder so getragen. Ich habe keine Ahnung, ey. Wenn ich überlege, das sind 6 Jahre her und die Klamotten sehen aus wie neu. Das ist krank, Chris. Das ist echt krank. Das tut mir irgendwie auch schon leid. Aber auf jeden Fall, ich möchte der Hose jetzt auch neues Leben schenken. Die sieht so aus und die würde ich auch spenden. Und jetzt werde ich die Sachen mal richtig schön zusammenlegen und alles in eine Tüte reinpacken und dann sehen wir mal, wie viel in der Tüte drin ist. Yeah. I woke up with another siren in my mind. I can't decide if I was dreaming or alive. Something circling the water where I'm swimming. Smoking weed is telling me the demon isn't winning, but girl, I'ma tell you what's next. I can play the rope. Ich habe das Ganze jetzt eingepackt in die Tüte und das ist jetzt richtig voll. Da passt noch ein bisschen was rein. Ich werde vielleicht noch 1, 2 T-Shirts reinschmeißen. Ich werde das Ganze jetzt abgeben gehen beim H&M meiner Wahl. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Let me recollect myself first. My lids are dropping low like that DG self-worth. I'm only under 20, gotta learn how health works. Maybe when I do, then she'll cast me, cast me, cast me. I could play the role, oh, oh. Cinematic and she know, oh, oh. She could probably cast whoever, but give me the lead and we'll last together. I could play the role, oh, oh. Cinematic and she know, oh, oh. She could probably cast whoever, but ich habe jetzt meine Sachen gespendet und habe heute sogar in der World Recycle Week 2 Gutscheine bekommen. Jeweils sind das 15% Rabatt auf einen Artikel eurer Wahl. Normalerweise bekommt man einen Gutschein, in dieser Woche bis zum 24. bekommt man 2 Gutscheine pro Tüte. Und ihr könnt auch Handtücher spenden, Putzlappen und irgendwas, also das müssen nicht unbedingt Klamotten sein. Ich hoffe, dass ihr auf jeden Fall auch mitmacht und euren Schrank ausmistet, um ein paar Klamotten zu spenden und um neue dann kaufen zu können natürlich. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ansonsten könnt ihr mir gerne auf Snapchat und Instagram folgen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bald wieder. Haut rein. Und ich habe es endlich geschafft. Bis dann. Ciao.
promise I'm the better man.